Hallo ihr Lieben, heute habe ich eine kleine Box oder Schachtel, je nachdem wie man es sehen möchte, für euch. Diese süße kleine Box habe ich heute für euch. Sie hat einen schrägen Deckel. Ich habe hier jetzt altes Designerpapier verwendet und auch bald eine alte In-Color-Farbe Grapefruit. Wenn ihr von den In-Color-Farben spricht, Blaubeere, Kussrot, Grapefruit und Ananas. Ich hoffe, ich habe jetzt keine vergessen. Noch was haben möchtet, bitte bald bestellen, denn die Farben laufen aus und die gibt es dann nicht mehr allzu lang. Heute arbeiten wir mit Himbeerrot. Ich glaube, mit der Farbe habe ich noch gar nicht gearbeitet. Ihr braucht ein Stück Farbkarton in 20x16. Und dann haben wir Designerpapier. Ein Stück ist 9,5x4,5. Drei Stück sind 9,5x2,5. Und dann haben wir noch zwei Stück in 2,5x4,5. Dann habe ich mir schon meine Deko soweit vorbereitet. Da habe ich verwendet die beiden Produktpakete Painted Poppies und Besondere Momente. Das kommt aus einer Produktreihe, Mohnblüten, Zauber, und das findet ihr im Mini-Katalog. Aber das habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. So, wir falzen. Schneideklinge schön weit an die Seite. Einmal öffnen. Wir starten an der rechten Seite bei einem Zentimeter. Dann drehen wir das Ganze um und dann geht es weiter bei 4, bei 9, bei 12 und noch einmal bei 17. Die kurze Seite legen wir uns jeweils bei 3 an, also ich lege das jetzt wieder rechts an, bei 3 cm. Und da falzen wir dann auch von beiden Seiten bei 3 cm. Na? Das war vom Falzen her schon alles. Das falzen wir uns alles einmal nach. So. Ich hoffe, ihr seht das jetzt so. Ich habe diesmal keine Zeichnung gemacht. Wir haben hier diese schmale Seite, da schneiden wir uns die kleinen Rechtecke, schneiden wir uns erst einmal raus. Die könnt ihr auch ruhig ein bisschen anschrägen, denn das kleben wir nachher in die Box rein, dann ist die vorne etwas stabiler. So, also diese Lasche schneiden wir raus. Und jetzt haben wir immer ein Viereck, ein Rechteck, ein Viereck, ein Rechteck und wieder ein Viereck. Die Rechtecke, jeweils oben und unten, die bleiben stehen. Heißt, wir schneiden, hier ist die kurze Lasche. An der ersten Falz schneiden wir rechts. Die zweite Falz schneiden wir links von der Falz. Dann kommt die dritte, da schneiden wir wieder rechts. Und dann kommt die letzte, da schneiden wir wieder links. Und diese kleinen Vierecke, das werden alles Klebelaschen. Halt, 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 halt. Ich habe es jetzt hier schon falsch gemacht. Das kurze Ende. Hier schneiden wir die
ganz normal zu, sprich rechts und links etwas anschrägen. Und ich kürze mir die auch gleich noch ein bisschen, damit die in der Box nicht übereinander liegen. Das zweite Viereck schneiden wir genauso zu, sprich anschrägen und einmal kürzen. Das machen wir an der gegenüberliegenden Seite genauso. Einkürzen, das Rechteck bleibt stehen. Zweite Viereck. Na, anschrägen und auch etwas kürzen. So, dann schneiden wir hier die letzte Falz noch ein. Und das hier oben ist unser Deckel. Also ich habe jetzt wieder rechts die schmale Lasche und das hier oben ist unser Deckel. Und da zeichnen wir uns jetzt noch ein bisschen was an. Und zwar haben wir hier das Viereck. Da gehen wir einfach hier von der Falz schräg runter zur Spitze. Und hier ist das Rechteck. Da gehen wir jetzt von dieser Spitze schräg hoch zur Falz. Das zeichne ich mir jetzt an, damit das gleich an beiden Seiten gleich ist. Jetzt habe ich hier natürlich schon reingeschnitten, aber das ist nicht ganz so schlimm. Das ist in dem Fall die Klebelasche. Schlimmer wäre es beim Rechteck gewesen. So, und so schneiden wir das dann ab. Einmal hier schräg und einmal da, und ich habe mir hier jetzt schon reingeschnitten. Das schneide ich mir jetzt einfach ab. Wie gesagt, das ist nicht ganz so schlimm. Wichtig ist, dass die beiden Rechtecke, dass die in etwa gleich zugeschnitten sind. So, das war es dann schon vom Zuschneiden her. Wir können jetzt mal eben ausprobieren, ob das hier passt. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Da brauchen wir nichts nachschneiden. Und dann kleben wir das Designerpapier auf. Da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Wenn ihr jetzt einen Musterverlauf habt, so wie ich, dass ihr das dann richtig rum aufklebt. Das muss so rum. Das muss so rum. Und die beiden kleinen jeweils auf die Rechtecke. So, das klebe ich jetzt mal eben fest und dann bin ich gleich wieder da. So, Designerpapier ist aufgeklebt. Wir kleben die Box zusammen. Ich fange jetzt an. Na, jetzt will sie nicht. Hier mit dieser kurzen Lasche fange ich an. Die klebe ich mir jetzt nach innen. Falzbein. Das ist einfach vorne, dann ist die Schachtel an sich etwas stabiler an der Kante und es sieht schöner aus. So, kurze Lasche ist weg. Hier ist unser Deckel, den kleben wir zum Schluss. Die beiden Klebelaschen kommen jetzt an die beiden Rechtecke. Schön Kante auf Kante. Andere Seite auch.
nicht so viel Tombow, dann quillt er raus. So, dann kommen die nächsten zwei. Auch die kommen jeweils an die Rechtecke. Und auch hier darauf achten, dass das schön gerade aufeinander liegt. Das ist wirklich das Schöne am Tombow. Da können wir noch schieben. So, jetzt zum Deckel. Den kleben wir jetzt so, wie ich das bei der großen Box gemacht hatte, wo wir drei Stück eingeklebt haben. Und zwar klebe ich das jetzt nicht einfach so, sondern ich lege mir den Deckel auf, klappe das runter und mache mir dann auf die kleinen Dreiecke den Tombow drauf. Dann sind wir da auf Nummer sicher, dass der Deckel gleich nicht zu eng ist. Und dann schön passt. Kurz festhalten, damit der Tombow Zeit hat zum Anziehen. Dann können wir es mal aufmachen, von innen nochmal nachdrücken. Und dann verschließen wir die andere Seite genauso. Das kleine Dreieck klappen wir runter. Machen uns da den Tombow drauf und das große oben drauf. Auch das gut festhalten. Aufmachen. Jetzt weiß ich auch, was ich vergessen habe, aber das können wir nachträglich noch. So, denn ich habe hier meinen Eingriff vergessen, aber das können wir jetzt noch machen. Das mache ich jetzt Pi mal Auge, das könnt ihr euch natürlich auch ausmessen. So, Box wieder zu. Na. Dann machen wir unsere Deko noch drauf. Ich habe hier jetzt den Spruch vielen Dank genommen. Ein kleines Dankeschön ist ja immer mal ganz schön. Das setze ich mir jetzt mit Dimensionals auf. Na, kommt da runter. Das kommt hier jetzt noch schön drauf. Und dann ist die Box auch schon fertig. Ihr könnt jetzt, wenn ihr möchtet, hier oben noch ein Stück Flüsterweiß einsetzen, damit ihr da vielleicht noch was Kleines reinschreiben könnt. Ach ja, die Box hat im Übrigen das Maß 10 mal 5 und ist 3 cm hoch. Also ein bisschen was passt da auf jeden Fall rein. Das war schon mein Projekt für heute. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbasteln. Einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr schaut. Ja, und wie immer, falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet, meldet euch gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!